ihr Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, Freunde, was haben wir da auf dem Gabentisch? Wir machen heute weiter mit dem Päckchen, mit den Bieren aus dem Päckchen vom lieben André aus NRW und zwar hier mit dem Irle Edelpilz. Genau, das kennt ihr noch nicht. Bin gespannt. Hört sich erstmal witzig an. Irle? Irle? Ja, seit 1693, wenn ich das hier so richtig sehe. 4-Sterne-Bier, okay. Und ja, Irle GmbH, erstmal so ein bisschen schlichter, ne, von der Aufmachung her. Also, muss ich aber trotzdem sagen, ich kenn's nicht, habe ich hier auch noch nirgends stehen sehen. Wasser, Gersten, Malz, Hopfen haben wir drin und ja, ein schönes Edelpilz. Warum nicht? Ich glaube, ich habe schon wieder Bierdurst, Freunde. Machen wir auf? Machen wir auf. Vorher aber natürlich noch mal kurz die Kapsel zeigen. Die ist nämlich bedruckt, ist ein schönes Wappen drauf. Sehr schön, würde ich sagen, machen wir mal auf. So, offen ist es. Oh, da kommt aber ordentlich Entspannungsverdampfung raus. Schaut gut aus. So, wollen wir mal gucken. Da sieht, oh, ist ein halber Auspuff, Mensch, was da rauskommt. So muss das sein, Freunde. Sehr schön. Ich lasse mal laufen, ne? So, ich habe mal so einen mittleren Einschank hier. Auch schön. So, was haben wir denn da Feines? Ja, Freunde, ist ein Bier. Gibt sich erstmal solches zu erkennen. 1 bis 1,5 Finger breite Blume, fein bis mittelporig, würde ich sagen. Schneeweiß, Pilzbier typisch. Ein paar Luftbläschen sind drauf. Kraterbildung sehe ich nicht. Bedeutet 90 Sekunden Standard, kriegen wir auf jeden Fall hin. Schaut selbst. Sieht schon mal sehr, sehr schön aus, wie es sich da präsentiert. Ja, bleibt auch ordentlich an der Glaswand haften. Schön. Sieht gut aus. So, was haben wir da im Farbspektrum? Ja, würde ich sagen, klassisches Getreidegold, ne? Schön glänzend. Filtriert, Karbonisierung eher ein bisschen kräftiger, perlt ordentlich ab. Schwebeteilchen entdecke ich nicht. Ja, schöner Glanz, schöne Tiefe, absolut solide, absolut appetitlich. Also so stellt man es sich vor. Ja, top, Freunde. Möchte ich auch so bewerten. 4 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, Freunde. Und Noob, ich bin hier schon halb verdurstet, Leute, weil ich... Kann man gar keinen erzählen. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach einem Bier und ich wollte die ganze Zeit ein Bier trinken und wollte endlich diesen Biertest hier machen. Kleine Anekdote nebenbei, aber ich kam ständig was dazwischen. Hat das Telefon geklingelt, da musste ich da nochmal kurz wo runtergehen und oh. Und bis ich jetzt endlich mal hier zur Ruhe gefunden habe und hier so ein Bier vor mir zu stehen habe. Ja, das muss ich hier auch noch groß rumlabern. Ja, kennt ihr das? Wenn ihr Bierdurst habt und ihr könnt nicht trinken, weil ständig was dazwischen kommt. Furchtbar. So, jetzt ist es aber auf jeden Fall da. Also, wollen wir mal anschnuppern. Jetzt geht es nämlich gleich los hier. So, Edelpilz. Ja. Durchaus auch hier wieder ein bisschen lieblicher. Also Malzkörper kann man schön rausdefiniert herausriechen, herausschnuppern. Geht tatsächlich eher wieder so ein bisschen in diese, ja, Biskuit-Richtung rein. So ein bisschen lieblicher, so ein bisschen brotig, teigig, ne? So in diese Richtung geht's. Hopfen merke ich jetzt erstmal gar nicht. Hopfenfloralität, irgendwie was Blumiges, Grasiges, was Strohiges, überhaupt nicht. Also eher wieder ein bisschen süßer, lieblicher, milder ausgeprägt. Zumindest vom Bouquet her, aber ist lecker, ist angenehm. So, ihr Lieben, jetzt komme ich und ihr endlich zu eurem Bier. Also, auf euch zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Irle! Oh, das zieht sich aber weg. Oh mein Gott, das zieht sich aber weg. Also, der Antrunk. Das setzt er an und zack, ne? Das ist wieder so einer. Ja, lecker. Also muss ich sagen, der Antrunk konnte schon mal überzeugen. Warum? Ich habe es eben schon erwähnt. Das zieht sich verdammt gut weg. Das ist unglaublich erfrischend und süffig. Liegt natürlich auch einerseits daran, am Setting jetzt gerade, weil ich natürlich wirklich unglaublich Bierdurst habe. Und aber andererseits, wie gesagt, ne, das ist schon so ein Kandidat, da wo ich mir richtig vorstellen könnte, Mann, ist der süffig, ja. Also so in diese Richtung geht das rein. Fangen wir mal an, Attribute, wo bewegen wir uns? Gemütlich oder dynamisch? Ganz klar dynamisch. Typisches Pilz, sehr schlicht aufgebaut, kommt nur aufs Nötigste drauf an. Ein bisschen linearer habe ich so einen Eindruck. Schön weich und es zieht sich weg. Also ganz klar dynamisches Bier.
wie es sich jetzt auf der Seite des Gemütlichen verhält, das werden wir gleich mal genauer überprüfen, wenn wir es noch ein bisschen analysieren. Aber das ist schon Ersteindruck, Antrunk, top. Finde ich schon mal gut. So, da ist hier ins Auge hier vorhin, keine Ahnung. Möchte ich unbedingt einen zweiten Schluck nehmen, Freunde, weil das ist lecker. Mhm. Das erinnert mich ein bisschen an. Ich weiß jetzt gar nicht. Ah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das Bürgerbräu Pilsner hier bei uns aus Berlin, irgendwie ist da auch so ein vom Malzkörper her so eine Ähnlichkeit. Vielleicht schmeckt es mir deswegen so gut. Regional vorbelastet. Was? Nee, Freunde, Spaß beiseite. Ich mag den Malzkörper, Freunde. Ich mag den richtig gerne. Ich versuch's mal zu beschreiben. Wenn es, ihr kennt es ja beim Pilzbier auch, ne, da ist ja so meistens so schlicht der Malzkörper, dass man den eigentlich kaum merkt. Es sei denn, du bewegst dich wirklich so in Baden-Württemberg oder so, wo von vornherein hinten raus mit Aromahopfen gearbeitet worden ist und vorne im Malzkörper auch eher so ein bisschen was Liebliches, Karamelliges, manchmal auch so eine grasige Note, wo man sagt, ne, so nach vorne tritt. Ziemlich intensiv. Das sind ja auch meistens die Biere, die ja bei mir einen Pluspunkt bekommen, die einen Bonus bekommen, wo ich sage, genau das ist es, was ich subjektiv halt mag und auch dementsprechend hoch bewerte. Und hier bei diesem Öle, muss ich sagen, verhält sich das ähnlich. Das ist nämlich auch wieder so dieser sehr harmonisch abgestimmte Malzkörper, der eine deutliche Lieblichkeit nach vorne bringt, weil hier zu sagen, ja, das ist ein einfacher Getreidekörper, der schmeckt nach Getreide, nach Nassem, das wäre dem Ganzen hier nicht gerecht, weil hier kommt wirklich so eine richtig elegante und ich sage bewusst ausgeprägt elegante Note daher von dem Malzkörper, die man sie bei einem Pilzbier zumindest eher nicht erwartet. Das hätte man jetzt wahrscheinlich von einem bayerischen Hellen erwartet, so in diese Richtung eher rein. Ja, aber das hier, das ist wirklich, wo ich sage, für ein Pilzbier schon außergewöhnlich, zumindest von dem, was wir hier bisher auf dem Gabentisch hatten. Also das finde ich schon mal toll. Also da macht es wirklich eine gute Figur. Also der Malzkörper ist wirklich super. So, dann geht es über in den Fruchtkörper rein. Hier ist allerdings sehr solide, überreife Apfel, überreife Birne. In diese Richtung geht es rein. Das ist jetzt nicht sehr, ja, aussagekräftig, da hatten wir auch Pilzbiere gehabt, die wesentlich fruchtiger auch waren in seinen Attributen selbst, in den Eigenschaften drin. Da ist es tatsächlich eher Industriestandard, schön glatt gebügelt, da passiert recht wenig. Hinten raus muss ich sagen, von der Hopfung her, ja, das ist schon ein bisschen herber. Auch Hopfenfloralität nimmst du wahr. Könnte mir sogar vorstellen, dass da ein bisschen Aromahopfen mit im Spiel ist, nicht viel, aber ein bisschen. Zumindest merkst du da ein bisschen was. Und das Schöne ist jetzt noch, dass dieser Malzkörper sich wirklich bis zum Schluss hält und dann erweitert wird durch diesen, ich nenne es jetzt mal eher Nachhall, ne? So Nachgeschmack. Also ihr könnt es ja mal, wenn ihr das Bier hier kennt, dann könnt ihr das mal selber testen. Also wenn ihr so einen Schluck nehmt, eher einen kleineren Schluck, ihr schluckt runter und dann macht er mal mit der Zunge hier, so mit dem hinteren Teil der Zunge, so. Und da merkst du richtig, wie im hinteren Zungenbereich das immer so leicht so bitter herb wird, aber begleitet von so einer Süße. Und diese Süße, diese Lieblichkeit kommt hier ganz klar vom Malzkörper. Und das ist ausgezeichnet. Also ich muss wirklich sagen, ich finde es originell. Was mich jetzt nur stört, weil das ist jetzt so diese Sache, ja, das ist wieder der Kritikpunkt, ne? Da muss er wieder meckern. Naja, das heißt meckern. Also es gibt ja immer was auszusetzen. Aber was mir jetzt hier stört, ist, sage ich mal, dass der Hopfen nicht ausgeprägt genug nach vorne tritt. Wäre das gewesen, also hätte man jetzt hier so einen Vergleich wie mit dem Dachsenfranz, wie mit dem Diplompilz, meinetwegen auch mit dem Rothaus, ne, mit dem Tanzäpfle oder auch mit dem Filanker, wo ich gesagt habe, und selbst mit dem Luther-Reformationspilz, dass man wirklich dieses Exclusive auf der Zunge noch hat, das heißt nochmal diesen Schritt weitergehen, um wirklich nochmal dieses Aromatische nach vorne zu holen, gerade hinten raus bei einem Pilz. Da wäre das wirklich schon schön, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Pilzbierreise quer durch die Republik ist natürlich auch immer, ja, von Unterschieden geprägt. Ne? Wenn wir uns ein norddeutsches Pilz anschauen, sieht das natürlich anders aus als ein
süddeutsches Pilz, genauso verhält es sich mit diesen Ost-West-Divergenzen, die wir da haben. Dennoch, ich finde es toll. Schade, dass man das so verspielt hat, weil da wäre wirklich jetzt noch, das wäre mir fast eine Krone-Bewertung wert gewesen, wo ich gesagt habe, komm, wenn da das jetzt noch dabei gewesen wäre, dann bekommt das auch edel, weil da steht ja auch edel drauf, wirklich nochmal eine ganz, ganz eigene Note. Ja, aber das fehlt mir einfach nach hinten raus. Das ist mir noch nicht genug. Da muss noch mehr Aromaspitze sein, ja. Aber pumpen tut es ganz klar mit dem Malzkörper, das macht wirklich Spaß. Und wo es hier auch pumpen kann, und da bin ich der Meinung, ich weiß jetzt gar nicht, ist das hier Industriestandard? Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Aber zumindest da, wo es wirklich pumpen kann, finde ich, das hebt sich ab durch den Malzkörper. Und es ist unglaublich von den Attributen her, dass man so sagt, das ist unglaublich süffig, erfrischend und trotzdem schlicht. Und das ist so das Besondere. Ich glaube, da trinkst du ein paar Bier mehr von und du hast richtig Freude mit. Das ist für einen geselligen Abend, ne? Das so könnte ich mir vorstellen, so einen Kasten da hinzustellen und dann mit den Kollegen da auch, mit den Genossen, ne? So, jetzt zum Wohle hier. Und dann geht das ab hier halt, ne? Das ist schon lecker. Schade, dass das hinten raus so verflacht. Da hätte ich mir wirklich mehr versprochen, dass das noch ein bisschen mehr Aromaspitze noch hinten rauskommt. Das hätte das Pilz hier wirklich vertragen können. Da ganz kleines bisschen Flavor noch, ja. Dann wäre perfekt. Dann hätte ich Krone-Bewertung gegeben. In der entsprechenden Kategorie, absolut super. So möchte ich es auch bewerten. Freunde, hat mir geschmeckt. Würde ich sogar zweites, drittes Mal, viertes Mal trinken. 5/5, / 6 möglichen Punkten ist es mir wert. Grundauf solide, ehrlich, schlicht, süffig. Gesellschaftlich. So muss ein Bierchen sein, glaube ich. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.